das liebe kleine Kinderhochbeet. Mein kleiner süßer Glaskasten, wie ich ihn immer so gerne nenne. Das Reste- und Testebeet. Mein Quadratbeet, Gärtnern auf kleinster Fläche mit einer großen Vielfalt. Die Beete der Vierfelderwirtschaft. Überall kleine verwinkelte Ecken mit kleinen Versteckmöglichkeiten. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für viele, viele Tiere und Insekten, wie ich hier gerade sehe. Hier krabbelt eine Schnecke lang. Meiner kleinen und sehr engen Kompostecke und dem Kirschbaum hinter mir, der zwar nicht mehr ganz so schön grün ist, aber der dem Kanal den Namen gegeben hat, am Kirschbaum links, weil der Garten oder der Gemüsegarten links vom Kirschbaum war. Und dem Beet, was es machen darf, was es möchte. Oder dem Gemüse, was ich oben auf dem Dach angebaut habe. Oder den ganzen Tomaten, Paprika, Auberginen hier in meinem Urban Gardening Bereich. Hat das alles jetzt ein Ende? Nein, das ist es nicht. Ich habe jetzt meine normalen Schuhe gegen Gummistiefel eingetauscht. Aber nicht, weil ich hier angeln möchte oder mit Wasser etwas zu tun haben möchte. Ich stehe jetzt genau in der Mitte meines neuen Grundstücks. Hinter mir seht ihr einen Teich. Dann seht ihr da hinten zwei Feldpartien. Dann geht es weiter. Hier rum wieder ein neuer Teich, sind Entwässerungsteiche. Und zwar genau für die großen Gewächshäuser da hinten. Die gehören zwar nicht zu mir, aber ich kann praktisch das Abwasser nutzen, was da oben runterkommt. Und die zwei Parzellen hier, da wo das Sonnenblumenfeld ist und das Feld ist, das ist der neue Kirschbaumgarten. Ja, der Kirschbaumgarten vergrößert sich etwas von ungefähr 200 bis 300 Quadratmeter Gemüseanbaufläche auf gute 8000 Quadratmeter. Gut, die 8000 werde ich jetzt zum Anfang noch nicht benutzen oder bewirtschaften. Ich werde erstmal auf die erste Hälfte hier vorne die ersten 4000 Quadratmeter bewirtschaften. Hier auf der linken Seite von euch kommen erstmal die ganz klassischen Gemüsebeete in einer 75 cm Breite mit 45 cm Weg. Und auf der anderen Seite kommt erstmal ein großer Folientunnel hin. Der wird wahrscheinlich 7 x 30 Meter haben und ein ganz kleines Gurkengewächshaus, wo ich Gurken anbaue. Die kommen erstmal auf die Seite und dann kann ich erstmal so ein bisschen anfangen. Ich glaube, das ist erstmal ja, genug Arbeit, um diese Fläche erstmal zu bewirtschaften und das Ganze ohne Maschinen. Und ich habe schon die ersten kleinen kurzen Beete angelegt, weil der Knoblauch und die Zwiebeln mussten in die Beete. Deswegen gibt es hier ein Knoblauchbeet und ein Zwiebelbeet. Und was soll ich sagen, die, ja, hier ist halt, wie gesagt, noch kein Wildschutzzaun drum. Deswegen haben die netten Wildschweine mir die kompletten Beete einmal komplett wirklich durchwühlt. Ich glaube, den letzten Meter hier vorne, den haben sie übrig gelassen. Der ist so geblieben. Ich habe die ganze Sache jetzt einfach nochmal glatt gezogen. Die Zwiebeln oder Knoblauchzehen, die oben drauf lagen, die habe ich jetzt nochmal wieder reingesteckt. Irgendwo, wo ich dachte, das passt da. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Wildschweine die Zwiebeln nicht gemocht haben, beziehungsweise den Knoblauch. Und dass jetzt die nächsten 3-4 Wochen da ein bisschen grün zu sehen sein wird. Wenn nicht, gibt es nächstes Jahr kein Knoblauch. Das ganze Grundstück ist zwar richtig schön eingezäunt, hier mit einem schönen festen Maschendrahtzaun und auch schon Stielen drin. Aber wie ihr seht, dieser Maschendrahtzaun ist nicht wirklich wildschweinsicher. Ihr seht, die sind hier auch, kommen hier auch wunderbar drunter durch. Die Rehe, die kommen oben drüber wunderbar. Hase, Fuchs, na gut, Fuchs stört mich jetzt nicht, aber so Hasen und so weiter, die einen Salat abfressen könnten, die kommen mir einfach problemlos rein. Und das wäre fatal für mich, wenn ich hier Salate anbaue oder sonst irgendwas, wenn hier irgendwelche Tiere reinkommen. Deswegen heißt es für mich die nächsten paar Tage zumindest schon mal die Hälfte dieses ganzen Grundstücks einzäunen. Die ersten Z-Profilschienen für den Wildschutzzaun habe ich mir jetzt schon mal besorgt. Z-Profilschiene deswegen. Ihr seht, die sind hier so geformt wie so ein Z.
Damit sind die sehr stabil, lassen sich super in den Boden einschlagen. Und an diesen Profilen sind auch noch Ösen dran, dass man den Zaun dort einhängen kann. Somit ist da nicht viel mit Knöpern, sondern einfach einhängen und der Zaun hängt dann und ist fertig. Also sollte das mit dem Zaun eigentlich relativ schnell gehen. Die Dinger waren auch recht günstig, weil die kosten neu, glaube ich, um die 10 Euro. Und bei 100 fehlen wären wir bei guten 1000 Euro. Da habe ich gesagt, okay, gucke ich mal gebraucht, ob man die irgendwo findet. Habe sie gefunden, habe sie auch mit dem Auto abgeholt. Und dann ist Folgendes passiert. Regnerischer Tag, es ist stockdunkel, es ist leicht neblig. Gute 300 bis 400 Kilo hinten im Kofferraum. Fahre so wie immer rückwärts hier aufs Gelände. Versuche mich irgendwie an diesen komischen Pollern, die hier sind, lang zu hangeln im Rückspiegel. Und irgendwie wird es immer schwerer. Und auf einmal machen die Vorderräder. Was ist passiert? Durch den Regen ist halt der Boden richtig schön aufgeweicht gewesen. Und ich habe mit der Last im Kofferraum eine richtig schöne Sandwulst vor mir, also hinter mir hergeschoben. Und irgendwann war die Wulst so groß, dass es nach hinten nicht mehr weiterging. Und dann nach vorne auch nicht mehr. Also habe ich den Kofferraum hier ausgeladen und dann ging das ganze Spiel von vorne los. Ich hatte ein Glück, eine kleine Schippe hier noch gehabt, konnte vorne ein bisschen wegmachen, dass ich nach vorne fahren konnte. Aber auch das hat nicht geholfen. Dann habe ich hinten angefangen wegzumachen und irgendwie habe ich mich immer tiefer eingegraben. Also nach vorne ging es auf keinen Fall, weil hier geht es auch ein bisschen leicht berghoch. Die einzige Variante war, irgendwie noch ein Stückchen rückwärts zu kommen und auf festen Boden zu kommen. Also Lenkrad voll eingeschlagen, irgendwie ein bisschen schräg aus dieser Fahrrinne raus und damit Vollgas einmal Richtung Tor. Die ganze Sache, ihr seid, ich bin wieder hier, es hat geglückt. Hat zwar, mein Auto sieht aus wie Sau, aber ich bin wieder rausgekommen. Kleine Anekdote so zwischendurch und auch so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die nächsten Monate hier auf dem YouTube-Kanal passieren wird. Also Ziel ist es jetzt, so ein bis zweimal im Monat ein Video zu veröffentlichen. Diesen 4-Wochen-Rhythmus werde ich nicht einhalten können. Da habe ich jetzt schon Schwierigkeiten und in den Sommermonaten, ihr wisst, da ist das Gemüse mir wichtiger als ein YouTube-Video zu drehen. Deswegen wird es bei ja, YouTube-Videos leider etwas weniger geben. Ich hoffe einfach, ihr bleibt mir treu. Seid gespannt, was hier auf dem Acker und auf dem Feld passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden und die Mädels natürlich auch. Die freuen sich auch schon riesig auf den Acker hier. Ja, ich bin gespannt, das ist ein Experiment, ich habe es nicht gelernt, ich habe jetzt tausende von Büchern gelesen, tausende Gespräche gehalten, habe ein paar Coaches an der Seite und ich bin echt aufgeregt gespannt, was hier die nächsten Monate so entstehen wird. Ihr auch, dann bleibt auf jeden Fall dran, lasst, wenn ihr es noch, ja, noch kein Abonnent seid, lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben da und mir bleibt einfach noch zu sagen, ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und seid gespannt. Ciao, ciao, sagt euer Thomas.